Ja, Christian, du bist heute unser Versuchskaninchen quasi. Du darfst heute den Street-Scooter einmal testen. Die Einweisung vom Kollegen hast du gerade bekommen. Dann würde ich mal sagen, legen wir mal los, gehen wir mal zum Auto. Ja. Ha, sitzen tut er schon mal. So, jetzt kann ich auch durch die Scheibe filmen. Jetzt sag mal an, du bist ja auch ein relativ großer Mensch. Wie fühlt sich das jetzt an da drin? Also ist ein Platzwunder oder eher nicht so? Auf jeden Fall. Also der Sitz geht super weit nach hinten. Ich habe bequem Platz. Lenkrad einstellen. Ja. Perfekt, ideal. Geht auch. Wunderbar, perfekt. Das heißt, du würdest dich jetzt erstmal fahrbereit fühlen. Bequem ist er auf jeden Fall. Genau, schon mal. Bequem ist er. Ich habe alles im Blick. Wunderbar. Perfekt. Dann würde ich sagen, starte doch einfach mal. Ah, da piept er schon. Anzeige ist da. Scheint an zu sein, ja. Einmal auf Fahren. Okay, also auch Handbremse ist gelöst. Handbremse ist gelöst. Dann würde ich sagen, ich mache Platz und kann es einmal reintreten, gucken, was der Street Scooter so drauf hat. Viel Spaß. Alles klar. Genau, Anschnallen nicht vergessen. Pest auf jeden Fall los. Kurve hat er galant genommen. Ist er ja schon wieder. So. Er strahlt. Okay, Christian, sag an, was sagst du? Bist du jetzt eine Runde gefahren? Wie fährt sich der Street Scooter? Fährt super, macht viel Spaß, hat ordentlich Zug. Also wenn man einmal auf den Pin tritt, so wie es so schön heißt, zieht der Wagen komplett ab und super, wie an der Schnur gezogen. Perfekt, das heißt für dich eine klare Empfehlung für das? Ja, auf jeden Fall, klare Empfehlung, macht Spaß, Fahrspaß, wunderbar. Perfekt, danke.